So, wenn ich mir das hier anschaue, das ist die Frau von Campe, die kenne ich noch. Aber wer ist das denn da? Wer ist das denn da? Hier, wo ist er da? Das ist der. Was? Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Der Wim Tölke? Ja, na gut, aber später hätte ich ihn erkannt, ein paar Jahre später. Immerhin. Und das ZDF auf Schallplatte, was war das hier? Das war wahrscheinlich ein Werbegag oder sowas. Es gab plötzlich ein weiteres Programm. Es war ja lange Zeit nur das erste Programm zu empfangen, es gab nicht mehr. Da kommt eine neue Anstalt und das wird interessant. Was machen die? Wo sind die? Und so. Und sehr bald hieß es, in Mainz gibt es ein Büro, das nennt sich Koordination für ein zweites Fernsehprogramm und da könnte man sich bewerben. Und das habe ich gemacht und bin auch genommen worden und habe dann Anfang 1963 beim ZDF als Techniker MBSA mit besonders schwierigen Aufgaben angefangen, aber ich habe mich nicht mehr für Filmgeber und Kamera beworben, sondern für Endkontrolle und Senderegie, weil ich wusste, da an dieser Stelle sitzt man praktisch vor dem Zuschauer. Und das war für mich sehr spannend, dass man also jeden Handgriff, den man da macht, den sehen die Leute zu Hause. Das hat eine unwahrscheinliche Multiplikation. Also da muss man sehr sorgfältig arbeiten. Und das wurde mir also zur Aufgabe, alles immer wieder zu überprüfen, zu checken, nochmal nachzuschauen, ob wirklich alles richtig eingestellt ist. Da war ich also dann an meinem richtigen Platz angelangt. Und diese Aufgabe, Senderegie, habe ich also bis zu meiner Pensionierung beim ZDF gemacht und auch bei Dreisat. Es gab bitterböse Briefe der Intendanten, ich glaube auch vom SWR oder SBF damals. Er entscheidet, ich glaube es war Bausch, der gesagt hat, er hat jetzt entschieden, es darf keiner mehr zum ZDF gehen. Ja, aber du bist ja frei in deinem Arbeitsplatz, weil wenn einer kündigt und weggeht, hast du gelost. Dann haben die sich über beschwert, ihr könnt mir die Leute nicht abwerben, ihr zahlt zu viel Geld. Klar, wie willst du jemand hierher holen, Geld zahlen? Dann haben wir teilweise die zweite Reihe weggeworben, indem wir einfach gesagt haben, du bist. Dein Vorgesetzter ist 2 Jahre älter wie du. Du wirst nie Chef werden, weil der ist viel zu nah an dir dran. Komm zu uns, bei uns wirst du gleich Chef. Dann hautet denen plötzlich die sehr kreative zweite Reihe ab. Und teilweise haben sie auch direkt die Chefs weggeworben. Ich gesagt, ein guter Mann hier, zack. So wie das eigentlich heute immer noch bei den Moderatoren teilweise ist. Ja, das war schon schwierig. Und sie haben für die Verwaltung alles weggeworben, was es irgendwie hier kreucht und fleucht. Es gibt einen Brief im Archiv, schreibt der Intendant an alle ZDF-Mitarbeiter, so nach dem Motto, wenn Sie jemanden kennen, der gerne bei uns in der Verwaltung arbeiten will, als Sekretärin oder was, sollen alle kommen. Sollen sich melden. Egal wie, einfach melden. Wir brauchen. Ja? Ja, die haben ja damals in der Zeit alle möglichen Mitarbeiter gesucht. Und ich habe mich dann auch auf alles beworben, egal ob ich wusste, was es ist oder nicht. Da war selbst ein Cutter dabei und alles. Also, und da habe ich natürlich keine Antwort zugekriegt, aber eben dann im technischen Bereich. Da habe ich dann eben im technischen Zentrallager angefangen. Da kamen genauso Bestellungen rein, wenn die, egal wer jetzt was von der Technik, Kameraleute oder was, wenn die was brauchten, haben die Anforderungen geschrieben und wir haben das im Lager zusammengestellt, Lieferschein. Und dann ging das mit Fahrern zu den entsprechenden Leuten. Egal, ob das jetzt eine Kamera war, mal ganz grob gesagt, oder eine Schraube oder ein Motor oder was, alles, was zur Technik gehört. Mit der Deutschlandfernsehen oder freies Fernsehen, wie das hieß, hatten wir nichts mehr zu tun, außer dass wir die Programmteile, die das ZDF übernommen hat, das waren also überwiegend Filme, weniger Matzbänder, aber Filme, dass sich die, also wir in der Endkontrolle hatten ja am Anfang noch nichts zu tun, weil ja noch keine Sendungen waren. Erst ab März 63 wurde täglich eine Sendung gefahren. Die wurde so gefahren, als ob wir senden. Und
Es wurde auch gesagt, Leute, ihr müsst genauso sorgfältig sein, als ob wir sind. Es kommen die Redaktionen aus Mainz und schauen sich in den Vorführräumen das an. Und für die machen wir das. Und das war auch ganz klar, dass wir uns da schon sozusagen am Riemen rissen und wirklich alles sorgfältigst gemacht haben. Das war ganz klar, was da gesendet wurde. Überwiegend wurde das Material, was das freie Fernsehen hat, das wurde dazu verwendet, dass es zumindest mal benutzt wurde, weil die gesagt haben, also von diesem freien Fernsehmaterial ist also 2/3 fürs ZDF irrelevant, nicht brauchbar. Am 1. April eigentlich gar nichts Besonderes. Wir haben ja schon tagelang vorher Sendungen gemacht, allerdings nur sozusagen auf den Abschlussstecker, wie man so sagt. Und dann war das halt dran. Wir waren halt an dem Tag dran. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt, wir fangen also an, um 17.30 Uhr oder was zu senden. Ab wann wird, ab 17 Uhr oder 15 Minuten vorher wird Testbild gesendet. Da haben wir das Testbild, elektronisches Testbild mit Einblendung, zweites deutsches Fernsehen und Messton. Und das haben wir auf die Richtfunkstrecke geschaltet, auf beide Richtfunkstrecken. Die Post hat das in Frankfurt empfangen. Die haben das die Tage vorher auch schon empfangen, aber nicht auf die Senderkette geschaltet, um zu überprüfen, ob das immer funktioniert, jeden Tag. Das hat einwandfrei funktioniert. Das Studio wurde durchgeschaltet und die Sendung lief ab. Es ist alles, hat alles funktioniert. Und die Ansage, Frau von Kampe war die Ansagerin. Mit dem Vorschirm auf dem Bildschirm eröffnet das zweite deutsche Fernsehen sein Abendprogramm. Das hat alles tadellos funktioniert. Also da war keine so, sagen wir, eklatante Aufregung oder sowas. Natürlich waren wir aufgeregt und es war also auch, ich war damals auch in der Endkontrolle, aber der zweite IVD war dann der diensthabende Ingenieur, der wäre sonst am 1. April nicht eingesetzt worden und das wollte er auch nicht. Daher bin ich auf dem Dienstplan vom 1. April, stehe ich nicht drauf. Am Tage davor und die Tage danach schon, aber da nicht. Ja, das sollte ja, das haben die ARD ja immer gesagt, das ist ein April-Scherz. Die machen sowieso nicht lange. Ja, wirklich. Das ging, sind die schon, ne? Ja. Die haben das, die ARD haben das als... Naja, lassen wir mal, die gehen auch wieder. Ne? So würde ich das jetzt sehen, wie ich das so in Erinnerung habe. Ne? Also diese lockere Art, die das ZDF eingeführt hat, zum Beispiel mit dem aktuellen Sportstudio, das gibt es ja heute noch. Das ist wohl die älteste Sendung beim ZDF. Außer der Vorspann, der da mit der Musik, der Einleitung, das wurde immer geprobt. Und danach gab es nur den Moderator, der irgendwas erzählte, die Beiträge ansagte. Das gab es natürlich einen Ablaufplan, aber das wurde nicht geprobt. Das war immer sozusagen aus dem Ärmel. Und die Moderatoren haben auch die Moderation da erst richtig gelernt, wie man das macht. Wim Tölke war ja ein Naturtalent. Und er hat das als erstes, und andere haben das auch mitgemacht, das kam also sofort an. Und das war noch eine Besonderheit beim aktuellen Sportstudio. Das erste Mal wurde auch Technik gezeigt. Es war beim Fernsehen bis dahin verpönt, auch nur ein Mikrofon zu zeigen, einen Galgen, eine Kamera, ein Monitor, einen Kameramann in Action. Das gab es vorher nicht. Und plötzlich sah man den Kameramann, wie er rumschwenkt, oder den Galgen, wie er ausgefahren wurde oder sowas. Das hat die Leute unheimlich fasziniert, dass man endlich mal die Technik sieht. Es war nicht viel zu sehen, aber nur so kurze
Szenen oder die Kamera wurde rumgerissen und in ein anderes. Sowas haben sie dann dazwischen geschnitten. Das kam gut an. Jede Rundfunkanstalt in Deutschland und vor allem auch das ZDF hat eine sogenannte Intendantenverfassung. Das heißt, alles läuft auf die Spitze des Intendanten hinaus. Er ist das ZDF. Er spricht nach außen. Er entscheidet. Holzamer, Pädagoge, ehemaliger Reichsrundfunkredakteur in Köln, Philosoph. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ohne eine feierliche Eröffnung, vielmehr mitten aus dem Alltag der Arbeit, begrüße ich Sie als die Zuschauer des zweiten deutschen Fernsehens, dessen Zeichen mit den zwei Antennenmasten und den beiden Augen Sie schon kennen, und gebe den Bildschirm für unser erstes Programm frei. Ja, ich denke, dass er war und ist für viele wahrscheinlich heute noch der Intendant, der das ZDF aufgebaut hat, der dem Ganzen ein Format gegeben hat. Ohne den wäre das nicht so weit gekommen. Ich bekomme mir fast die Tränen. Ich habe nur sehr gute Erinnerungen an den Professor Holzamer. Er war ein tadelloser Mensch, Pädagoge und Menschenkenner und war also unglaublich nahe am Mitarbeiter. Ich hatte meine erste Berührung bei einem Betriebsfest. Da kam er zu. Die saßen natürlich, wie das halt beim Betriebsfest, immer die Gruppen zusammen. Also die Techniker, die Tontechniker, die Bühnenleute, die Ansagerin mit der Sendeleitung, die haben alle. Und Professor Holzamer ist zu jedem Tisch gegangen, hat eine Flasche Sekt mitgebracht, hat dann roten Sekt wohlgemerkt, das haben ja die meisten nicht getrunken, hat die Gläser bringen lassen und hat mit den Leuten angestoßen. Also schon das hat allen imponiert. Und er hat auch persönliche Gespräche geführt. Und also das war schon mal etwas. Dann habe ich ja meine Erinnerung persönlich, er hatte ja immer mal das Gespräch mit dem Zuschauer gemacht. Das waren ungefähr 10 Minuten. Das waren genau 10 Minuten. Er konnte ja unglaublich, das Timing hat er da, freisprechen. Er hatte keinen Zettel in der Hand. Er saß vor der Kamera, guckte, als ob er das gelernt hat. So konnte er also agieren und kam vorher, bevor er dran war, wurde immer live gesprochen, das muss ich sagen, also es wurde nie aufgezeichnet. Und er kam vorher immer in die Regie, oft eine Stunde vorher, sprach auch mit uns. Und dann hat er mir das auch beigebracht, wenn einer, und dann sage ich ja, Professor, wie sind Ihre letzten Worte? Das weiß ich noch nicht, hat er gesagt, das werden Sie sehen. Sie werden aber, wenn Sie mich sehen, werden Sie sehen, wann ich fertig bin. Ich werde dann meinen Kopf leicht senken. Und dann wissen Sie, auf Satzende leicht senken, und dann können Sie ausblenden, dann bin ich fertig. Ja, ich denke, das Menschliche einfach bei ihm. Der hatte immer ein gutes Wort. Ob das jetzt der Gärtner war oder es war ein Programmdirektor oder sonst was, er hat alle gleich genommen. Den mochte jeder. Und die Alten, die den alle noch kannten, ich denke, die stimmen mir da, würden mir zustimmen auch. Und dann habe ich ihn nochmal erlebt in Mainz bei einer Seniorenveranstaltung, die jedes Jahr stattfand, bis vor ein paar Jahren, solange er noch lebte, kam er auch immer. Hat auch eine Rede gehalten, trat an die Redner, ans Rednerpult mit seinem Stock, sagt er, Sie glauben, ich gehe am Stock, ich muss, sagt er, sonst falle ich um. Mein Ohr spielt nicht mehr mit, mein Gleichgewichtssinn, aber jetzt kann ich ihn weglegen. Und dann hat er ihn weggelegt, hat wieder eine Rede gehalten,
die fing an, meine Kinder, sagte er. Er war ja schon auch in Rente und so weiter. Da waren alle gerührt über das, was er da sagte. Und er hat dann also über das ZDF, wie das geworden ist und dass das erfolgreich war. Also das war das sozusagen das letzte Erlebnis, wie er sich da sozusagen verhalten hat gegenüber den Leuten. Er hat also für jeden Ohr gehabt, wenn einer irgendein Anliegen hatte. Also es gab auch welche, die haben sich direkt bei ihm angemeldet, wenn sie gesagt haben, also ich habe ein Problem, das kann ich nicht lösen mit meinem Vorgesetzten. Und hat er auch also die Leute empfangen. Das war also überhaupt kein Problem, sich auch da mal einen Termin geben zu lassen. Ich habe das nie gebraucht, aber der kam auch oft in die Regie, deswegen zu Weihnachten kam er die ersten Jahre. Immer am Heiligabend, wer da Dienst hatte, hatte immer die Weihnachtswünsche vom Intendanten empfangen. Später war das nicht mehr der Fall. Da kam ja nicht mal der technische Direktor, der kam, wenn der Abteilungsleiter kam, da waren wir schon happy sozusagen. Daran sieht man dieses liebe, sympathische, menschliche an dem Professor Holzammer, unserem Charlie. Er hatte mir einen Brief diktiert, ich habe mit stenografiert und hinterher konnte ich es nicht mehr lesen, nicht alles mehr lesen. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat mir dann gesagt, was er da diktiert hat, er hat es mir dann vorgelesen. Das fand ich so lieb von ihm. Das sollte mal ein anderer Chef machen. Der hat mir einen Stenoblock um die Ohren gehauen, das weiß ich. Ne? Ja. Das war eben Charlie.